Tja, da sind wir auch schon wieder. Hallo zusammen. Sauber. Nächste Cave im Anmarsch. Central Cave sind wir jetzt ungefähr angekommen. Wir werden da wieder mit dem Wolf durchlaufen. Ja, also mit unserem Cave-Pärchen losfliegen. Megalodon Dossier, Areno Dossier und die Note 17 ist da auf jeden Fall drinne. Und das Artifact of Cleaver. Oh, warte mal, das war jetzt nicht so geplant. Eigentlich brauchen wir dafür nichts. Nee, eigentlich brauchen wir dafür nichts. Wir brauchen nur die beiden Knackköpfe hier wieder, unsere Cave Duo Team, Levita und Paco. Und wir können eigentlich schon direkt starten. Ich habe hier ein bisschen viel Fressen drin, vielleicht packen wir schon mal irgendwie. Kann schon mal ein bisschen was raus. Und ja. Lattern da mal hin, würde ich sagen. Ah, wieder nicht erwischt. Es ist doch immer das Gleiche, ne? So. Ab dafür! So, von hier kann man es, glaube ich, schon ganz gut erkennen. Wenn man hier runterzieht, da ist der Eingang. Mitten auf der Karte. Und wenn man mal hier mal so einmal kurz innehält, guckt man mal so kurz. Eigentlich. Da ist jetzt vielleicht ein Raptor, aber ansonsten ist hier das Ding eigentlich immer safe. So, safe gemacht, ne? So, in die Parklücke rein. Dann gucken wir doch mal, was die Cave so sagt. Lassen Sie wie immer erstmal ein bisschen rendern. Und machen natürlich immer. Mal 3 an. Schicker aussieht denn, ne? Ein bisschen mehr sieht denn. Da sind schon ein paar Freunde. Au. Oh, ich hab Tränke vergessen. Das heißt, wenn die mich jetzt hier zu doll schädigen, habe ich ein kleines Problemchen. So, wenn wir hier rumkommen, haben wir schon gleich das erste Megalodon-Dossier. Das interessiert natürlich. Alter, was ist denn hier los? Okay, das ging schon ein bisschen fix. Hier ist noch was und ein Loot Crate direkt. Also hier ist auf jeden Fall da die. Ah! Oh lol. Die Rockwell Record Note 17. Wir gucken mal kurz hier rein. Du hast nämlich einen schönen Loot Crate. Oh. Ein paar Sättel. Oh Mann, hat mich schon wieder erwischt. Das ist nicht gut. Auch nicht gut. So, wir gehen hier noch ein Stück weiter runter jetzt. Dapsel, Dapsel, Dapsel.
Alter, was ist denn da los? Habe ich euch alle getriggert? Komm schon! Ist da noch irgendwas drinne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich Damage. Gesehen, ich habe da gerade irgendwie festgehangen. Lol. Aber anscheinend ist hier wohl nichts mehr drin. Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Guck mal, da hat jemand ein Ei gelassen. Yummy, yummy. Oh, sorry für die Soundbugs, aber ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Echt nicht. Vielleicht müsste ich nochmal einmal neu komplett installieren. Man weiß es nicht. Ah, ich bin voll und ich dachte schon, ich bin immer noch im Netz. Okay, wir sortieren uns mal eben kurz und füllen mal eben. Ah, lol. Nerv doch nicht. So, wenn wir jetzt mal eben Zeit finden, sortieren wir mal eben. Füllen uns mal eben schnell mit Live auf. Und schmeißen mal eben den gröbsten Scheiß hier raus. Den wir überhaupt nicht brauchen. Bisschen Ordnung muss sein. Ne? Bums, 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 bums. Zack, zack, zack. So, ich glaube, das sollte dann noch für diese Cave erstmal reichen. Komm, jetzt machen wir auch gleich ganz voll. Zack. So, hier haben wir noch ein paar Gegner. Ups. Haben wir das. Ups. Ist klar, dann muss natürlich wieder so ein Ding kommen, ne? So. Hier haben wir das Artefakt of the Cleaver. Das schnappen wir uns erstmal in eine Tasche rein. Unten ist ja nichts mehr drin, glaube ich. Ne, sieht nicht danach aus. Aber hier oben haben wir noch ein Dossier. Und zwar das Araneo-Dossier. Die machen wir noch platt. Auch wenn die uns böse schaden können. Hauen wir uns gleich nochmal Essen rein. Wir uns nochmal ein bisschen auffüllen. Dann gehen wir links rum zurück. Hier ist noch ein bisschen Chitin und Keratin und ein Loot Trade sogar noch. Eine Loot Trade, ich werde bescheuert. Oh, diese Soundbugs sind echt heftig im Moment. Und echt ätzend.
Jo, die wollen wir uns doch mal eben einverleiben, auch wenn da nicht so ultra krasses Zeug drin ist. Wie gesagt, das ist eine leichte Cave. Und damit wären wir hier nämlich auch schon mit durch. Also wie gesagt, das ist echt eine schnelle Cave. Es ist wirklich eine schnelle Cave. Zucki-zucki durch. Genauso wie die nächste, die wir machen werden. Im Northwest, ne? Auch im Schneebiom. Ist auch eine so eine schnelle. Ich glaube, die ist sogar noch schneller durchgelaufen als die hier. Oh, bisschen zu schnell gewesen. Alles klärchen. Das war die Central Cave. Ja, Ausbeute. Das hier halt so ein bisschen, ne? Und das bisschen Chitin hier. Kann man eigentlich nicht meckern. Für einmal reinlaufen, kurz alles rausholen und wieder rausgehen. Sind natürlich zwei, drei Caves die besten. Die hier zählt auf jeden Fall dazu. Ansonsten sind wir hier soweit durch. Ich verabschiede mich, sage Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten sind wir raus. Tschüss.